Wechseln Sie zur Fixture-Sheet-Ansicht, indem Sie auf den Hardkey für Fixtures rechts am Touchscreen drücken. Um die ersten 6 Moving Lights zu positionieren, wählen Sie diese an und drücken den Full- bzw. Open-Hardkey. Wählen Sie den Softkey Pan bzw. Tilt und dann Next im Touchscreen an. Benutzen Sie die Encoder, um die Pan- bzw. Tilt-Werte einzustellen. Drücken Sie Next, um das nächste Fixture anzuwählen und so weiter. Alternativ dazu können die Werte auch eingetippt werden, wie zum Beispiel Pan 50% und Tilt 60%. Möchten Sie Ihre Fixtures auffächern, ist es empfehlenswert, mit der Align-Funktion zu arbeiten. Setzen Sie die ersten 6 Geräte auf 100% und drücken Sie den Align-Softkey 3-mal. Dann stellen Sie den Pan-Wert mit dem Encoder von 20 bis 60% ein. Um eine bestimmte Farbe anzuwählen, drücken Sie den Pfeil nach oben Softkey. Alle verfügbaren Encoder-Gruppen werden angezeigt. Wählen Sie den Color Picker aus der Liste aus und dann eine Farbe im Touchscreen. Um ein Gobo auszusuchen, drücken Sie wieder auf den Pfeil-Softkey und wählen Gobo 1 an. Nach dem Drücken auf das Encoder-Fenster G1 kommt ein Pop-up-Fenster, in dem ein Gobo ausgewählt werden kann. Um den Cue zu speichern, drücken und halten Sie den Store-Hardkey. Das Dialogfenster, das erscheint, hat folgende Auswahlmöglichkeiten. A. Speichern aller aktiven Werte. B. Alles speichern für Dimmer und Moving Lights. C. Alles für die angewählten Fixtures speichern. Aktive Werte bedeuten immer, die Änderungen der Fixtures zu speichern. Nur aktive Werte zu speichern bedeutet, selektiv zu speichern. Mit 3-mal Clear und der Programmer ist wieder leer. Um den Cue einzublenden, benutzen Sie den Executor Fader oder drücken seinen Flash Hardkey, um den Cue zu flashen. Die Flash-Funktion wurde vorher als Voreinstellung gespeichert.